Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und heute soll es mal kurz um den deutschen Leitindex gehen. Und zwar um 13:45 hat ja die EZB den Zinsentscheid veröffentlicht und dieser ist wie folgt: Der Einlagezins der Banken bleibt bei minus 0,5% und der Leitzins an sich bleibt bei 0% bestehen. Also alles unverändert. Im Großen und Ganzen war es für mich wichtig und wahrscheinlich auch für die Käufer hier im Markt, inwieweit das Notfallankaufprogramm namens PEP, wie sich die EZB dazu äußert. Es war ja angedacht, dieses bis zum März 2022 fortzuführen und ab dann eben dementsprechend dieses etwas zu reduzieren. Und da möchte ich folgenden Artikel hier mal zitieren über den EZB-Rat. Und zwar, der EZB-Rat wird die Nettoankäufe im Rahmen des PEP, das einen Gesamtumfang von 1.850 Milliarden Euro hat, mindestens bis Ende März 2022 und in jedem Fall so lange weiterhin durchführen, bis die Phase der Corona-Krise seiner Einschätzung nach überstanden ist. Und dementsprechend konnte man eben aus diesem Wortlaut raushören, dass wahrscheinlich die Reduzierung dieses Aufkaufprogramms nicht stattfindet bis Ende März, sondern eher, wenn halt die pandemische Lage der EZB-Ansicht nach beendet ist. Und sozusagen kann man hier am Tageschart schön erkennen, inwieweit schon oder wie oft schon versucht wurde, die 16.000-Punkte-Marke hier zu überschreiten. Und nach mehrmaligen Anläufen dorthin scheiterten eben die Bullen und wurden bärisch wieder runter abverkauft bis auf knapp 15.400 Punkte. Und nach der Meldung heute von der EZB beflügelte es wahrscheinlich die meisten Käufer hier im DAX, denn ab 13:45 hat sich hier die grüne Kerze nach oben gebildet. Und wie man hier schon sehen kann, es hat dann doch nicht gereicht, die blaue 50er EMA wieder zu überschreiten. Wir stehen immer noch darunter und die EMA befindet sich bei einem Wert von 15.712 Punkten. Es wäre auf jeden Fall für den DAX sehr vorteilhaft gewesen, das auszunutzen, um eben darüber zu notieren. Aber so wie es aussieht, nach diesem eineinhalbjährigen Anstieg von der Corona-Krise ab 8.250 Punkten bis hoch zu den 16.000 Punkten, dass eben hier mal eine Korrekturphase eintritt. Ob diese hier so weitergeführt wird, steht noch in den Sternen. Aber sehr viel Stärke in diesem Markt erkenne ich hier nicht. Im Gegenteil, auch der RSI, der relative Stärkeindex, deutet eher hier den Trend Richtung überverkaufte Zone an, auf Tagesbasis wohlgemerkt. Und wie man auch hier schön sehen kann, sogar die Meldung seitens der EZB hat nicht ausgereicht, um eben den DAX wieder auf über 15.700 Punkte zu hieven. Auch der MACD hier unten, der Trendfolgeindikator, deutet auf Tagessicht immer noch einen Abwärtstrend an, aber auch einen sehr signifikanten. Und dementsprechend gehe ich persönlich davon aus, werden wir im Laufe des Tages oder vielleicht noch morgen zum Wochenschluss hier eventuell die Richtung zur grünen Linie hier weiter fortsetzen. Und diese beiden Unterstützungen wären eben extrem wichtig. Wenn diese unterschritten werden, wäre im Endeffekt der nächste Anlauf das letzte signifikante Tief hier noch vom 19.07. diesen Jahres. Und falls diese Unterstützung nicht hält, kommt eben die 200er EMA wie in Gelb dargestellt und diese liegt bei 14.880 Punkten. Solange der DAX eben da darüber notiert, könnte sich auch hier eine Seitwärtskonsolidierung einleiten und das ist eben noch abzuwarten, denn auf Wochensicht sieht die Lage auch nicht besser aus. Der RSI befindet sich schon auf dem Rückzug vom überkauften Bereich. Und wenn wir hier zum Beispiel nochmal das Tief hier vom 2. November letzten Jahres anlaufen, haben wir auf jeden Fall noch eine weite Range und diese übertragen auf den Chart an sich, würden wir uns auch im Wochenchart auf die oder Richtung 50er EMA hier nähern, bei einem Niveau von 14.700 Punkten circa. Denn auch der MACD
deutet hier immer noch einen Abwärtstrend an. Das ist zwar ein Trendfolgeindikator, aber wenn sich hier die beiden Linien schon parallel nach unten bewegen, sind das keine guten Vorzeichen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit eher größer, dass wir weiter nach unten abverkauft werden, beziehungsweise es könnte sich auch, wie vorher erwähnt, zu einer Seitwärtskonsolidierung hier umwandeln. Und da wäre es eben für den DAX auch wichtig, dass die 16.000er beim nächsten Test gleich überschritten werden. Und dementsprechend würde ich sagen, halte ich euch auf dem Laufenden, wenn sich hier was Signifikantes ergibt. Und wünsche euch noch einen schönen restlichen Donnerstagnachmittag. Und bis dahin, euer Michi.